Sie sind Designer und Szenograf. Das jetzt jemandem zu erklären, der damit nichts zu tun hat, also wie würde man das tun in einigen wenigen Worten? Genau, fragen mich meine Studenten auch immer, was eigentlich Szenografie ist, und ich habe da irgendwann aufgehört, mit den Jahren eine Definition zu versuchen. Szenografie ist ein Sammelbegriff, da gibt es eigentlich ganz verschiedene Arten von Tätigkeiten. Wir sind spezialisiert im Bereich Museum, also wir machen Ausstellungen, temporäre und permanente, wir machen aber auch so Projekte wie die Schweiz in Shanghai an der Weltausstellung vertreten und immer stärker touristische Projekte im touristischen Kontext. Und was wir machen, ist eigentlich, wir arbeiten bereichsübergreifend, das hat mit Architektur zu tun, hat mit visueller Kommunikation zu tun, hat mit Inszenierung zu tun, hat sehr viel mit Geschichten erzählen zu tun. Das ist eigentlich so ein großer Mix. Und der Tourismus ist ja, selbst da im Tourismus gearbeitet, oft so ein bisschen, so scheint es, oder so selbstkritisch Analyse, hilflos, weil er einerseits marktseitig ja wüsste, er muss sich positionieren, irgendwo zu differenzieren, und so von der Basis hat man noch irgendwie den Wunsch, möglichst viel abzudecken, also dann irgendwie so den Bauchladen zu organisieren, und das passiert ja oft in Kommunikationskonzepten, dass ich in der Kommunikation spitze auftrete. Aber braucht der Tourismus jetzt, wenn er sich mit Markenkonzepten auseinandersetzt, auch die Hilfe von Designern, Szenografen, weil man dann ja irgendwo ansteht, oder? Sind solche Entwicklungen ein Beweis dafür, dass das letztendlich auch so ein bisschen eine Überlebensstrategie von Tourismusdestinationen ist? So eine Grundlage, warum man sie braucht? Ja, ich denke schon. Ich denke, es wird in dieser Branche immer weniger, also nicht über Quantitäten, sondern über Qualitäten an den Besucher, den Kunden heranzutreten, und wir sind eben dafür auch spezialisiert, dass wir schauen, was für Geschichten sind da, was für Ressourcen, historische, was für Kompetenzen hat diese Region, und mit dem gewissen Außenblick, auch mit dem Fakt, dass wir nicht Touristiker sind, ja, sehen wir da andere Aspekte, haben die Möglichkeit, andere Konzepte vorzuschlagen und anders zu intervenieren, denke ich mir. Also diese gewisse Distanz zum Tourismus hat eben dort auch Qualitäten, denken wir uns. Haben Sie dann auch so etwas wie eine Lenkungsfunktion, wenn Sie in touristische Destinationen kommen und aufgrund Ihrer Recherche, Ihres Außenblicks merken, dieses Konstrukt oder Konzept, das da ist, passt nicht so zur DNA des Standorts? Im besten Falle, ja. Im besten Falle lässt das der Kunde zu und nutzt uns auch in dieser Außenperspektive und nutzt eigentlich unsere Reflexionsqualitäten, unsere Erfahrung, um da auch zu kommentieren und auf diese Mantelkonzepte einzuwirken. Muss aber nicht sein. Aber das ist jetzt hier, finde ich, sehr schön der Fall, wie Frau Wilhelm und ihr Team eine Offenheit haben und sehr bereitwillig sich auch unsere Sicht anhören und darauf reagieren. In welchem Stadium des Konzepts sind Sie dann dazu gekommen? Also wie war so dieser Eintritt? Und da müssen wir jetzt ein bisschen ausholen, weil ja der Weg der Liebe aus Ihrer Feder stammt. Also wie weit war die Marke da gediegen, dieses Konzept der Zeit zu zweit? Das war eigentlich sehr stark gediegen. Es gibt ja viele Produkte, die auch mehrere Jahre alt sind. Und da sind wir eigentlich so jetzt reingewachsen, und diese Weg der Liebe war ja ein Konzept, das vorgegeben war, also das Thema. Und von dem her ist es also ganz klar so, dass wir da eigentlich reingekommen sind und mit diesem Außenblick gewisse Sachen verändern konnten und jetzt beeinflussen konnten mit diesen Projekten, die wir jetzt angegangen sind.
speziell jetzt beim Weg der Liebe durch diese Wall of Love, durch die Bücher, die man dort vorfindet, wie wichtig ist dann eben aus Ihrer Arbeit so eine, fast ja, es ist ja eine Handlungsanleitung, damit das dann passiert oder damit man sich irgendwo verewigt, oder ist das schon ein grundlegender Wunsch, den die Menschen bei so einem Thema haben und nur mehr quasi einen leichten Rückenwind brauchen, indem das ein leeres Buch dort ist, indem das diese Wand, also dieses Einritzen der Namen in Baumstämme, so für die Ewigkeit, wie arbeiten Sie mit sowas? Das mit einem leichten Rückenwind, das finde ich sehr schön ausgedrückt, das ist eigentlich für mich wunderbar, wenn Sie das so lesen, das soll eigentlich eine, und das sollte immer schon eine ganz subtile Stimulation sein von einem Bedürfnis, was sowieso eigentlich da ist. Und dieses Bedürfnis zu erkennen, das ist jetzt was, wo wir halt wirklich einfach gut geschult sind, auch aus diesem kulturellen Bereich, wo wir arbeiten. Und da gingen wir zuerst mal dran, als es geheißen hat, wir machen einen Themenweg zum Thema Liebe. Da haben wir uns eben angeschaut, was ist dann das Bedürfnis von Menschen, von Liebe auszudrücken im Zusammenhang mit Landschaft. Und dann kommen eben genau diese Geschichten, das Einritzen in den Baum früher. Dann sind es die Love Locks, die, als wir angefangen haben mit dem Projekt vor, glaube ich, circa 4 oder 5 Jahren, noch nicht so verbreitet waren, aber ganz klar im Trend da. Haben wir das eigentlich analysiert, auch bis zum Tagen im urbanen Kontext, was ist das eigentlich, was steckt da dahinter, was für ein Bedürfnis ist das, dass man sich verewigen will an einem Objekt in der Landschaft. Und haben gesagt, das ist eigentlich super schön, da müssen wir was kreieren. So, ja. Und dann hat uns geholfen, dass wir eine große Erfahrung aus dem Museumsbereich haben von partizipativen Projekten, wo die Leute eben teilhaben an der Entwicklung vom Inhalt. Da kam das eigentlich so zusammen, ja. Das ist eigentlich auf eine Art auch ein partizipativer Themenweg dort, weil die Inhalte ja nur angetönt sind, sehr subtil, unterstützend eigentlich. Und das war eigentlich auch von uns konzeptuelle Grundlage von Anfang an. Wir haben gesagt, wir zeichnen keine Herzen. Hat sogar Frau Wilhelm gesagt, ja, also sie will da keine Herzen. Ja. Also die Herzen, die kommen von den Nutzern oder Partizipienten, Gästen, ja. Und das finde ich eigentlich auch unheimlich schön. Das ist jetzt auch das Folgeprojekt, ist ja so, dass wir eigentlich die Inhalte, die generiert werden, in einem Buchprojekt umsetzen. Und auch dort ist es so, wir machen die Kuration, wir machen die Kontextualisierung, aber wir schreiben die Inhalte eigentlich nicht. Die Inhalte schreiben die Gäste. Das Buch braucht auch sehr viel Mut für eine Tourismusverantwortliche, das zuzulassen. Weil schlussendlich geben sie ja eine gewisse Deutungshoheit von was diese Destination ist und das Erlebnis ab an Gäste. Schön, wenn man das zulassen kann. Aus der Überzeugung heraus, mit der Marke jetzt in diesem konkreten Fall ja einen Korridor geschaffen zu haben, der richtig ist, und dann sich aber auch vielleicht zurücklehnen zu können und zu sagen, das lassen wir jetzt aus Selbstbewusstsein zu. Ja. Und der nächste Schritt, oder beziehungsweise Biwaks unter Sternen, ist der für Sie jetzt der nächste logische Schritt, quasi in ein lokales, ultralokales Beherbergungskonzept, das ist ja dann irgendwie nicht klassisch ist, allein schon mal durch diesen Mobilitätsanspruch, das ist da jetzt nicht auf festen Fundamenten. Und vielleicht ergänzend dazu, der Titel Biwak ist ja irgendwie anders besetzt mit eher hochalpiner, karger Rückzugsort. Also wie ist das Konzept? Also was kann man daraus ableiten? Genau, also die Namensgebung, die arbeitet, also die spielt natürlich mit diesem starken Bild von dieser hochalpinen Rückzugsübernachtungsmöglichkeit oder Notschlafmöglichkeit. Und
Das Wesentliche in unserem Konzept von Biwaks ist ja eigentlich diese Direktheit, dieses Reduzierte von diesen Behausungen zu transportieren, zu transformieren in ein Beherbergungskonzept. Dort sitzt eigentlich auch der Kern vom Projekt. Es geht eigentlich dort um die Reduktion, um die Besinnung auf was ist notwendig zum Schlafen, aber auch im Leben natürlich dann im weiteren Sinn. Ob das jetzt so wahnsinnig viel mit Mehlstadt zu tun hat, das weiß ich nicht. Es hat ganz viel mit unserer Kundin zu tun, das kann ich sagen. Mit einer Offenheit, mit einem Enthusiasmus für Neues, neue Konzepte anzudenken und auszutesten. Ich glaube, dort liegt die Verbindung primär mal viel näher und ist stärker. Und dann haben wir natürlich in der Projektentwicklung geschaut, was hat das jetzt mit Mehlstadt zu tun, und dorthin gearbeitet. Da sind ja zum Beispiel diese Setzungen mit dem Gedicht, was angebracht ist, die nehmen ja ganz klar Bezug auf dieses Thema unter den Sternen dann, und dann auch die Benennung, die themenspezifisch ist ja dann, ja, zu den Standorten. Auf den Punkt der quasi dieser Gesamtstory der Biwaks und dies ja mit dem Sternen und die Konzeption, die Architektur. Wie wichtig ist dieser Kontext der einzelnen Standorte, also der ja auch nicht so ohne weiteres austauschbar ist? Also dieser wirklich örtliche Kontext dann. Wie wichtig war der in der Projektentwicklung dann, sind das überhaupt Teilstories, oder ist dann sowas wie der Sonnenuntergang da, der Platz bietet sich an? Also wie war das im Konzept drinnen? Also es war natürlich unser Wunsch und konzeptuelle Vorgabe, dass wir eine große Diversität von verschiedenen Standorten haben. Also auf der Alm, am See, in der Wiese. Das haben wir jetzt auch erreicht. Das war die Vorgabe. Dann ist es natürlich aber auch so, dass wir dann reagiert haben auf die Angebote quasi. Wir sind alle Standorte immer dann mehrmals abgegangen und geschaut haben, was ist die Ressource da, wie können wir das branden, was ist die Ausrichtung vom Gebäude selbst dann, aber auch, was für ein Thema können wir dort setzen. Dann war es auch lange so, dass wir vorhatten, ursprünglich viel mehr Kontextualisierung zu geben, viel mehr Story zu schreiben, zu schreiben oder in irgendeiner Form in diese Biwaks zu bringen. Das hat sich dann aber in der Projektentwicklung eigentlich gezeigt, dass wir da immer mehr uns selbst auch reduziert haben und auch dem Anspruch gerecht wurden der Reduktion und der Konzentration auf das Wesentliche. Und das Wesentliche ist ja die Zeit zu zweit. Das sind diese beiden Menschen in diesem durchaus knapp bemessenen Gebäude und, also primär erstens mal und zweitens mal dann der Bezug zur Landschaft. Die Möglichkeit, die Landschaft anders zu wahrzunehmen durch diese Architektur, die ja eigentlich so eine Wahrnehmungsschärfung ist. Und dann schlussendlich realisiert, ja, da braucht es eigentlich nur noch eine Themensetzung. Also ganz, ganz zurücknehmen, nur noch ein Themensetzung. Das sind jetzt diese Betitelungen über den, die auch an den Biwaks angeschrieben sind. So. Das ist eigentlich ein langer Prozess, ja. Und die Reduktion ist eben auch ganz wichtig, weil man dann jetzt auch in dem Zusammenhang irgendwie mit Kopfpolster in Herzform solche Signale ja vermeiden soll. Und genau, die Reduktion ist ganz wichtig. Das ist auch immer ein Kampf. Nicht, dass ich mit meinen Kunden gekämpft hätte, aber in der Projektentwicklung hat man immer das Gefühl, man könnte noch das und das und das. Da gibt es unheimlich viel
Irrwege, wo man sich dann immer wieder zurückbesinnen muss, was ist die Kernaussage, was ist unser Anliegen. Und da haben wir eigentlich viele Umwege gemacht, wie auch jetzt mit dieser Geschichte erzählen, was ich vorhin geschildert habe. Da gibt es dann auf der Infrastrukturseite jene Umwege, Irrwege, die wir da begangen haben, zusammen mit dem Kunden. Wenn man die Biwaks irgendwie versucht einzuordnen und irgendwie auf einer Seite des Spektrums Mobile Homes, die natürlich weit weg vom Biwak sind, auf der anderen Seite Almhütten, die vielleicht in ihrer Reduziertheit, wenn die Architektur in die Richtung geht, dann eine ähnliche Funktion haben können. Aber was kann das Konzept des Biwaks mehr oder anders als vielleicht eine Almhütte, die auch für 2 oder 3 Übernachtungen möglich wäre? Erstmal ist das die Exklusivität, dass man dort zu zweit ungestört sein kann. Und das zu zweit ist natürlich wichtig, Zeit zu zweit, ganz klar, für die Destination. Und dann ist es halt schon so, durch diese Architektur, die Architektur meinen wir und ist zumindest in dieser Art gestaltet und entwickelt, dass sie eben ein ganz konzentriertes, schon eher meditatives Landschaftserlebnis ermöglicht. Und das haben Sie natürlich, wenn Sie an eine Almhütte denken, da haben Sie so viel Eigencharakter und Geschichten, die dort drinstecken, die natürlich auch ganz spannend sein können, aber auch ganz anders. Und dieses reduzierte Denken wir ist was, was auch einem bestimmten Bedürfnis entspricht von einem liberal-intellektuellen Milieu, welche man als Gäste hier anziehen will, gegenüber der Almhütte jetzt. Ist die Form, also die Architektur in der Phase, in der Sie dann das konkretisiert haben, war das klar, dass das diese Form haben wird, also irgendwie so die kubistische Form des Hauses an sich oder eine Hommage an das Bootshaus, wie ist das entstanden? Absolut, also Bootshaus war nur ein bisschen, das war eigentlich nur eine Zufälligkeit, dass es an ein Bootshaus erinnert. Nein, es geht eigentlich um diese archetypische Form vom Haus als Urform. Das war auch dann in der Architekturentwicklung immer wieder ganz schwierig, das auch beizubehalten, weil es gibt natürlich von der räumlichen Ausnutzung viel einfachere Dachformen. Die kommunizieren aber einfach nicht diese Behausung, diese Geschütztheit, welches so ein Giebeldach auch kommuniziert. Auch der Winkel ist ganz wichtig. Wir hatten ja ganz lange eigentlich gezeichnet und geplant, um diese Maximalhöhe nicht zu überschreiten, die es braucht, um das Haus auf einer Straße zu transportieren. Und auch dort wäre natürlich flächere Winkel vom Dach viel optimaler gewesen. Aber diese Grunderscheinung geht mit jedem Grad eigentlich wieder ein bisschen verloren. Und das Interior Design, wie wichtig ist es bei so einem Konzept der Reduziertheit, nicht zu stark zu reduzieren? Also diese Bett-Wohneinheit, dann die Waschmöglichkeiten, also ist das eine Gratwanderung aus eben kein Luxus-Almchalet und nicht jedes Mal zum Hotel rennen zu müssen? Wie nähert man sich so einer Herausforderung? Absolut, ist eine Gratwanderung, weil schlussendlich erwartet der Kunde hier ja den Standard von einem Hotelzimmer. Wir wollen aber Reduktion. Das geht eigentlich per se nicht einfach ohne Reibung zusammen, das ist klar. Und dann haben wir gesagt, als erstes Mal haben wir gesagt, alle Biwaks haben das gleiche Interieur inklusive der Dekoration. Also wir haben da eigentlich wir wurden ganz strikt und haben da eigentlich eine Doktrin vorgegeben, was da drin sein darf. Wir haben das einfach ganz stark kontrolliert und wir haben auch den Betreibern, darauf hin informiert, dass es ganz toll wäre,
wenn eben klassische Hotel-Room-Raum-Utensilien nicht vorhanden wären. Zum Beispiel diese Prospektschwämme. Das wäre ein absoluter Killer, wenn das in so einem Biwak wäre, weil dann das eben viel zu nahe ist wie das Erlebnis, was ich hier im Hotel auch haben kann. Also es sind da ganz kleine Details, die auch das eine oder das andere kommunizieren. Und dann ist uns zum Beispiel diese Schublade ganz wichtig, die Sie wahrscheinlich erklärt bekommen haben. Ja. Gut. Das ist natürlich dann auch ein Ritual, ja. Ein Ritual, was den Leuten ermöglicht, einzutauchen und ein anderes Erlebnis zu haben. Und das ist eben wichtig, jetzt speziell auf die Schublade, dass man dann diese Anleitung hat zum, in diesem Fall, Weglegen, Entdigitalisieren. Absolut, das ist total wichtig. Also wir wollten sogar zuerst Störsender einbauen in diesen Behausungen, dass auch kein Mobilfunkempfang mehr vorhanden ist. Nein, das braucht es auch, weil sonst eben die Nähe zur Almhütte oder zum Hotelzimmer, die ist ja immer da, da muss man natürlich Differenzierung schaffen. Und jetzt dieses Ritual war für uns ganz wichtig, eigentlich eines der wichtigsten Teile vom Interieur. Ja. Und dann ist es ja, wie man sich vorstellen kann, eine immer Kompromisse, die man eingehen muss, aber jetzt als Designer, als Szenograf gibt es dann irgendwie so den Point of No Return, dass man jetzt diese Lade musste sein, also jetzt die Störsender, man hat ja da wahrscheinlich dann seine Bereiche, wo man sagt, okay, Zugeständnisse, aber jetzt dann nicht weiter. Ja klar, wir sind ja nicht doktrinär, wir sind ja sehr dialogisch und natürlich gab es über ganz viele Punkte, gab es Verhandlungen und zum Teil ist es halt dann, das eine ist nicht möglich, dafür versucht man das andere zu realisieren. Da hatten wir eigentlich ein sehr gutes Gegenüber, um das zu anzugehen. Und ich glaube, ich habe jetzt in einem Papier gelesen, dass das in einem Absatz oder in einem Interview Sie gesagt haben, es muss gelingen, dass die Biwaks so wahrgenommen werden, dass sie mehr als Infrastruktur sind. Also jetzt transferieren wir uns am Ende an das Ende der Saison, in den September, Oktober 2017. Was muss denn da passiert sein, wenn man das jetzt irgendwie konkretisieren kann, dass das Konzept funktioniert, dass es nicht nur für ästhetische Menschen, die sich dem nähern, mit der Hand übers Holz streichen, sagen, eine Wohltat? Ja, das Schöne wäre halt schon, wenn die Leute nicht von Biwak, sondern vom Biwak-Erlebnis sprechen würden in der ersten Schilderung. Und ja, das wäre eigentlich, das Schöne, wenn auch solche Kommentare und Feedbacks kommen würde. Und ja, dass die Leute übers Holz streichen, ist natürlich, also ist lustig, aber eigentlich auch okay, wenn sie durch das eine Offenheit, wenn wir durch das eine Offenheit und eine Sensibilisierung auf die Umgebung und auf das Gegenüber erreichen können, wenn das einhergeht, dann nehme ich diese ironischen Kommentar gerne in Kauf und sage ich, ja, soll so sein. Wenn ich die Ruhe und die Kontemplation habe, um über das Holz zu streichen, dann kann ich auch meinem Partner zuhören und einen Tag, eine Nacht oder vielleicht dann eine ganze Woche auch in verschiedenen Orten zusammen verbringen, die unsere Beziehung dann nachhaltig beeinflusst. Das Konzept hier im Standort funktioniert natürlich auch, weil es Verknappung ist, oder? Es gibt diese 7 Standorte. Aus Ihrer Sicht, weil es jetzt nicht bei der Maria Wilhelm in MTG, vielleicht bei generell unternehmerischen Erfolgen man dazu tendiert, vielleicht in 2 Jahren dann schon 14 Standorte zu haben. Also wie viel Verknappung braucht ein Konzept, das schon auf Einkehr, das Reduzierte fokussiert? Und wie viel kann man da zulassen aus Ihrer Sicht an Wachstum, sofern es geeignete Standorte gibt? Ich glaube, und das würde ich natürlich absolut unterstützen und darauf hinarbeiten,
Es braucht natürlich schon eine gewisse Exklusivität. Also ich denke jetzt, so im Raum Kärnten muss das natürlich, das wäre das Ziel, ja, dass nur diese Destination so solche Biwaks hat. Das sind wir, glaube ich, auch ziemlich gut aufgestellt, weil eben durch ein ganz wichtiger Teil, wieso, dass wir das erreicht haben, war die ganzen Gespräche und Verhandlungen mit den Behörden. Und dieses ganze Know-how, das ist eigentlich jetzt hier, und wenn man es gut macht, ist dann auch eine Vertrauensbasis da mit den Entscheidungsträgern, um vielleicht auch mal weitere Standorte zu bewilligen. Genau, jetzt bin ich abgekommen. Nein, ich finde natürlich schon, also es würde mehrere Standorte zulassen, aber nur hier in der Destination. Also das finde ich natürlich dann ganz wichtig, dass es eine Exklusivität auf hier bezogen hat. Ja. Weil es ja Positionierungsleistung ist und weil dieses Abhandeln oder Verhandeln mit den Behörden ja irrsinnige Fachkompetenz dann auch ist von dem. Absolut, und eben hoffentlich werden wir nachweisen können, dass man das nachhaltig und ökologisch und im Sinn vom Landschaftsschutz realisieren kann, so ein Projekt. Und dann sind dann uns vielleicht auch andere Türen offen für weitere Standorte. Wie würde aus Ihrer Sicht ein Ablauf aussehen, der quasi ein Erlebnis der Biwaks? Wie könnte das aussehen, wenn Sie das definieren als Szenograf? Es wird jeder Hotelier mit seiner Note machen, vielleicht zu diesen Phasen der Reise. Wie sollte das Ankommen gestaltet sein? Der Aufenthalt, ist sowas wie den Weg der Liebe dann einfach mal gehen zu müssen, sowas wie ein Kernerlebnis? Sind 3 Tage besser als eine Woche, sofern Sie das jetzt auf den so reduzieren wollen? Ehrlich gesagt kann ich darüber gar keine Aussage machen, weil es für mich nicht... Also ich denke mir, wenn jemand hierher kommt und das Biwak bucht, dann wird er auch, wenn das Wetter mitspielt, auf den Weg der Liebe gehen. Ich denke mir, das ist einfach schon so stark jetzt in dieser Destination drin, diese inhaltlichen Verknüpfungen, das kann ich mir fast nicht anders vorstellen. Wir haben uns eigentlich nicht überlegt, was für ein Szenario von der Buchung, vom Empfang jetzt außerhalb von diesem Haus stattfinden soll. Ich denke mir auch, das ist von der Natur vom Projekt mit den verschiedenen Betreibern auch ganz schwierig wäre, das um dort Einfluss zu bekommen. Das ist auch nicht nötig, weil die Betreiber, die haben ihre Kompetenzen, sie haben ihre spezifische Art, wie sie mit den Kunden umgehen. Und wichtig ist dann einfach, dass ab dieser Schwelle, dass dort eine Inszenierung ist, die auch anders ist dann. Und eigentlich geht das dann ganz gut zusammen. Das ist nämlich dann von der Inszenierung her, ist dann einfach ab diesem Eintritt ist man in einer anderen Welt. Und vorher darf und muss auch diese andere Identität vom Betreiber spürbar sein. Da gibt es ja dann ganz viele Sachen, das können die Betreiber dann einfach so am besten, wie sie es machen. Da würde ich gar keine, auch wenn ich dazu eingeladen wäre, würde ich eigentlich gar nicht viel machen wollen. Dort. An der Vor- und Nachbearbeitung. Weil es auch ein notwendiger Spielraum ist für die Akteure vor Ort. Ja. Absolut, ja. Muss ja so sein. Also ich will ja so empfangen werden als Gast, wie das eben diese Betreiber oder Betreiberfamilie dann alles richtig macht. Und so, wie es ihnen auch passt. Und dann kommt es authentisch daher. Und dann stimmt das mit den logistischen Abläufen und so weiter und so fort. Umso wichtiger ist es dann aber wirklich diese Schwelle. Und dann macht es Papp und dann ist eine eigene Identität. Und das erhoffen wir uns, dass wir das an diesen 7 Standorten auch stringent hinbekommen, dass das ein Standard in sich selbst entwickeln kann. Das wäre uns eigentlich wichtig.
Jetzt die abschließende Frage. Jetzt, man liest immer wieder, wir bewegen uns in einem Zeitalter des Designs, also in unterschiedlichen Bereichen, in Wirtschaft, in Gesellschaft. Geht es in die Richtung, dass Ästhetik und Design eine Rolle spielen? Das ist jetzt so ein erster Wahrheitsbeweis für den Tourismus. Wird dieser Bereich auch generell in Standorten, in Regionen, in Destinationen mehr Einfluss kriegen? Braucht man in Zukunft mehr Eschbachs und Berufskolleginnen, Kollegen, weil der Tourismus irgendwo ja ansteht, oder? Oder ist sowas, wenn man Markenkonzepte hat und in eine Verwirklichung geht, Interventionen im öffentlichen Raum macht, eigentlich ein logischer Schritt? Mhm. Also ich hoffe ja, dass es mehr Eschbachs braucht. Bin mir eigentlich nicht so sicher. Ich denke mir, Design ist nicht... Also jetzt bei diesem Projekt, aber auch beim Weg der Liebe, Design ist nicht der Kernpunkt. Also speziell, also hier ist es natürlich viel Design, weil wir mussten ja bauen. Wenn man baut, muss man gestalten, also ist Design. Aber der Weg der Liebe ist ja eigentlich per se fast schon immateriell, indem es nur Bänke hat und die waren auch schon gemacht und gestaltet. Und ich würde mal sagen, Design kann viel leisten, ist aber als Alleinstellungsmerkmal wahrscheinlich sehr schwer zu etablieren. Aber die spezifischen Geschichten, die aus der Ressource, von der Landschaft, von den Kompetenzen von der Destination heraus entwickelt werden, die müssen her und die sind dann auch nachhaltig. Weil Design kann sich dann auch ändern, oder? Ja, können auch viele, das kann man auch selbst machen. Design, glaube ich, hat eine Auswechselbarkeit. Außer, natürlich, man würde sich als Destination wirklich eine ganz, ganz stark kontrollierte, stringente, ein Corporate Design auf das Räumliche hin entwickeln. Das kann ich mir aber gar nicht vorstellen. Das geht ja eigentlich nur, also im alpinen Raum ist ja das nur in Adel, in Andermatt möglich, wo dann ein Multimillionär eigentlich bestimmt, wie gestaltet wird, mit verschiedenen Architekten. Also dieses Corporate Design müsste ja dann eigentlich her, und das kann ich mir nicht vorstellen, bei der Natur von den Destinationen, dass es machbar ist oder wie das sowas umsetzbar ist. Danke, sehr gut. Ich hätte natürlich jetzt noch viel fragen können, aber mit dem Blick auf Ihre Uhr, ohne dass ich da immer auf mein Handy schaue, ist es, glaube ich, jetzt eine Zeit, wo wir eh aufhören.